Hallo und herzlich willkommen, liebe Hobbits, Elben, Menschen und Zwerge, zu einem weiteren Let's Build von Mittelerde. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Was wollten wir machen? Wir wollten in dieser Folge anfangen, die Erde hier abzutragen, damit wir dann irgendwann mal unsere Höhle ausbauen können. Jawohl, jawohl. In der Hinsicht tut es mir schon mal leid, dass am Samstag, also gestern, keine Folge kam. Ich habe es leider zeitlich nicht anders hinbekommen. Dafür aber heute. Und so. Das wird, denke ich mal, heute funktionieren. Vielleicht bringe ich auch... Also am Dienstag werde ich hoffentlich auch noch eine Folge bringen jetzt. Weil wir haben die 1000 Klicks erreicht, Leute. Als ich vorhin geguckt habe, waren es 1014. Ja, finde ich hammergeil. Da werden wir dann gleich mal probieren, also werde ich gleich mal probieren, ob ich eventuell, werde ich gleich mal probieren, ob ich eventuell ein bisschen da was dran drehen kann, von wegen, wie heißt das denn? Uploadplan. Genau, Uploaderplane. So, hier wollen wir nicht rein. Hier haben wir alles. Der Ofen rödelt immer noch alles durch. Richtig genial. Eisen habe ich hier. Aus den letzten zwei Eisen mache ich mir jetzt Eisenschaufeln. Und dann geht's auch schon los. Mal eben ganz kurz gucken. Ah, jetzt wird's gerade dunkel draußen. Egal. Wir können ja trotzdem schon anfangen. Ja. Womit fangen wir an? Wir fangen am besten von oben an, ne? Ja, würde ich auch sagen. Von oben anfangen. So. Ja, und sonst so. Alles gut bei euch? Oder... was los? Jetzt fangen ja bald die Sommerferien an, ne? Finde ich auch super geil. Und die Urlaubszeit fängt an. Was auch endlich Zeit wird. So. Alles weghauen, was wir haben hier. Tim, 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 tim. So. Naja, naja. So. Werden wir mal schauen, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Also wie gesagt, ich nehme jetzt hier die Erde einmal komplett ab über der Höhle, damit wir dann die Wände reinziehen können und dann den Hügel so mehr oder weniger dann der Wohnung anpassen und nicht umgekehrt. Weil je nachdem, wie viel Platz wir halt brauchen. Ups, da ist nämlich schon das Loch. So, dann können wir nämlich auch schön die Erde gleich benutzen, um die Truhen zu stecken, die wir in der letzten Folge vorbereitet haben. Dann ist alles gut. So, dann müssen wir auch noch auf eine Tour gehen, dadurch, dass wir jetzt wieder kein Eisen mehr haben. Oh, das wird richtig witzig. So. Ist die erste Schaufel auch gleich hinüber. Und jetzt wird es schon wieder dunkel. So. Zack. Flip. Einmal schnell ins Bett. Ich kann nur nachts schlafen. Wann ist denn hier nachts? So, genau. Wir hatten ja gesagt, dass es eigentlich alles da oben hinkommt. So. Jetzt.
Jawohl. So, dann fangen wir mal an. Zack. So. Snacken. Oh, schon alle wieder nachgewachsen. Die Wolle werden wir für die Wände auf jeden Fall benutzen. Das steht fest. So. Weiter geht's mit Text. Tageslicht. So. Zick, 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 zick. Ich bin mal so gespannt, wie es aussieht, ne? Richtig geil. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was auf jeden Fall alles in die Hobbithöhle soll. Was wir alles reinsetzen. Weil das Projekt möchte ich ja nicht nur alleine gestalten, sondern ihr sollt ja auch ein bisschen was dafür tun. Ja, damit war ein bisschen... Also ich würde... Also solche Vorschläge wie eine Küche, was soll alles rein in die Küche? Was wäre mit einem Arbeitszimmer? Was soll alles rein ins Arbeitszimmer? Solche Sachen wie Computer, klar, die werde ich nicht bauen, weil die gab es damals nicht, ne? So. Jeder, der die Filme gesehen hat, weiß auch ganz genau, dass es da keine Computer gab. So. So, und jetzt sehen wir auch mal ein bisschen so die Grundfläche. Und sehen, dass die Höhle ja an sich recht klein ist, ne? Wir wollen ja ein bisschen, vielleicht eine etwas größere Höhle nehmen. Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, dass wir ungefähr bis hierhin erstmal erweitern. Um dann zu gucken, okay, wir können, das reicht. Ansonsten müssen wir die Löcher wieder stopfen oder es reicht halt nicht. So, mal gucken. Auf jeden Fall werde ich gleich auch noch einen Zaun drumherum ziehen. Damit mir nicht aus Versehen irgendwelche Creeper reinhüpfen oder so. Das ist sowas, was man überhaupt nicht gebrauchen kann. Finde ich persönlich. So. Weiter geht's. Weil dann könnt ihr mir das nämlich jetzt schon in die Kommentare schreiben und dann werden wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen losgehen und ein bisschen was farmen an Materialien wie Eisen und so weiter und so fort. Hauptsächlich Eisen, weil natürlich auch diese ganzen Dekorationsblöcke kosten natürlich auch Material, ne? Ist klar. Ist ja nicht nur so, als würde ich mir hier die ganze Zeit irgendwas cheaten wollen oder so. Davon mal abgesehen, dass ich das nicht machen werde. So, habe ich eine Spitzhacke dabei? Nee, habe ich nicht. Okay. Runter. Hab ich hier eine drin? Ja, natürlich. So. Fertig hier. So. Und dann geht's hier weiter. So. Damit haben wir jetzt erstmal die Grundfläche ein bisschen erweitert. Dann gehen wir nochmal kurz runter. Packen den ganzen Stuff in die Truhen hier. Das ist angesiedelt hier. Ne? Genau. Erde ist auch klar.
Wolle, Samen, irgendwelche Blumen, wo auch immer die herkommen. Cleanstone. Achso, ich mache das immer gleich alles zu Cleanstone, ne? Genau. Oh, das ist so geil, Leute. Das ist so geil, ehrlich. Dann können wir hier auch gleich mal ein bisschen ordnen. Die Cleanstone-Truhen befüllen. Super geil. Oh, das läuft. Das System, es rattert und rattert. So. Das haben wir, das haben wir. Das nehmen wir auf jeden Fall mit auf die Expedition nachher. So, was ich jetzt erstmal noch brauche, ist Eichenholz. Genau, weil wir haben ja den Boden aus Eichenholz gemacht, ne? Damit wir das ja nicht vergessen. Genau. So, 20. Ah, das wird, glaube ich, zu knapp. Dein Ernst? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, also noch zwei Blöcke. So, dann gehen wir mal runter. So, so, so. Diese Folge wird jetzt so um die 15 Minuten gehen. Die nächste Folge dann, die Expeditionsfolgen, die werden dann wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Weil, damit wir ein bisschen mehr was davon haben. Bist du ausgebüxt? Lol, du bist ausgebüxt. Dann stirbst du halt. Hellgrau. Hellgrau sieht fast so aus wie weiß irgendwie, habe ich das Gefühl. Na gut. Ja, was machen wir denn jetzt noch Tolles? Steinschwert brauche ich nicht. Nethersteine. Den Wassereimer nehmen wir auf jeden Fall mit. Holz farmen wir eben noch mal ganz kurz. Für die Zäune. Das gesehen, das Schaf wollte ausbrechen. Böse Memme. Geh weg jetzt. Papa muss raus. Danke. So. Wir machen jetzt mal eben ein bisschen fix was besorgen. Zack. Zack. Sollte erstmal reichen, denke ich. So, machen wir immer noch fix den Zaun. Ja. Zack, zack. Oh, hier unser Weizenfeld ist auch schon fast komplett fertig gewachsen. Ist auch sehr gut. So. Zäune waren, glaube ich, so rum, ne? So. Dann auf jeden Fall werden wir hier
Alles klar. Jo, würde ich sagen, das reicht erstmal so. Dann machen wir den Rest in der nächsten Folge fertig. Und dann gehen wir auf Expeditionstour. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann am Dienstag. Tschüss.